Junge, du hast ja eine Windel vor deinem Gesicht. Red nicht, Mann, fahr los! Und jetzt nach rechts. Kennengelernt habe ich Ed im Bezirksgefängnis von Tempe, Arizona. Mann, sind Sie drollig. Den Tag vergesse ich nie im Leben. Ja, ich will. Und ob ich will. Okay, also dann. Meine gesetzlosen Jahre lagen hinter mir. Und die Jahre als Vater noch vor mir. Aber die Natur hatte sich vorgenommen, uns kinderlos zu lassen. Du fährst sofort dahin und holst mir ein Kind. Ich will ein Baby und die haben mehr, als sie brauchen können. Der Plan meiner Frau schien die Lösung unserer Probleme zu sein. Und die Erhörung all unserer Gebete. Mein Gott, der ist wunderschön. Hey, was soll der Quatsch? Wir sind jetzt eine Familie. Ich will Nathan Junior wiederhaben. Wie heißt das Kind? Ed Junior. Hi, Junior. Naja, wir haben ihn eigentlich immer... Wir nennen ihn Junior. Yeah! Oh. Er ist hier, er muss hier sein. Halt dich gut fest, Nathan. Wir schnappen uns jetzt unseren Daddy. Ich nehme also das Paket Windeln und alles, was Sie so in der Kasse haben. Ihr seid also ausgebrochen. Ich würde sagen, wir haben unsere Verhandlung alleine durchgezogen. Erwin drückt sich nicht ganz klar aus. Wir hatten den Eindruck, diese Institution hat uns nicht viel zu bieten. Wir haben jetzt ein Kind, das ist alles anders. Wo ist Junior? Was stellen Sie denn da? Ich bin Kopfgeldjäger. Wir holen ihn uns auf jeden Fall wieder, da gibt's gar keine Frage. Gib mir das Baby, du Missgeburt der Hölle! Und willst du noch was wissen? Von heute an werde ich ein besserer Mensch. Und jetzt holen wir uns Nathan Junior. Arizona Junior. Eine unfassbare Komödie. So ganz perfekt sind wir als Eltern noch nicht.